When a farm goes aflame, the flakes fly home to bear the tale. Und das bedeutet so was wie, das Nix bleibt für immer verborgen. Das, wenn du Asche siehst, dann weißt du, dass es mal ein Feuer gab. Und ich fand diesen Titel sehr, sehr treffend für die Geschichte meines Vaters und für die Geschichte unserer Familie, dass irgendwas ist irgendwann passiert, was sehr hektisch war, was womöglich traumatisierend war, wurde aber nicht richtig verarbeitet, wurde nicht richtig damit umgegangen. Und Jahre später kommt halt die Asche kommt jetzt zurück. Ich freue mich, heute Ihnen vorstellen zu dürfen, den Regisseur Jide Tom Akinleminu. Er ist der Regisseur von unserem Dokumentarfilm When a Farm Goes Aflame. Herzlich willkommen. Hallo, willkommen bei der Perspektive Deutsches Kino. Ich freue mich, dass du da bist, Jide. Schön, wir werden ein bisschen über deinen Film reden und über dich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jide, erzähl doch mal kurz, du hast deinen Dokumentarfilm gemacht, When a Farm Goes Aflame. Also der Film geht darum, dass ich zu einer bestimmten Zeit in unserer Familiengeschichte festgestellt habe, dass mein Vater ein Doppelleben geführt hat. Dann habe ich entschieden, einen Film darüber zu machen, wie die verschiedenen Betroffenen damit umgehen. Zum Beispiel meine Mutter, die nach 30 Jahren in Dunkelheit quasi feststellen müsste, dass ihr Mann eine andere Familie hat, eine andere Frau, andere Kinder. Und dann auch meine neu entdeckten Halbgeschwister. Die sind für mich, sind sie die Hauptfiguren in dieser Film, und mit dem versuche ich Unterhaltung zu führen, um so eine Art, einfach zu versuchen, die Gefühle zu hören, Platz zu geben, sodass sie gehört werden können, sodass sie sich gegenseitig, dass ich versuche, mit den verschiedenen Familienmitgliedern darüber zu reden, wie es denen ging, erstens in Dunkelheit zu sein und dann zweitens, jetzt, dass die Wahrheit jetzt raus ist. Obwohl ich meiner Meinung nach angefangen habe, den Film zu machen, zu einer Zeit, wo ich dachte, alle bereit sind, darüber zu reden. Jetzt sind alle Geheimnisse raus. Wir haben das verarbeitet, wir haben das verdauert sozusagen. Schien es dann doch immer wieder zu schwer für den Menschen, für die Leute, sich auf das offene Gespräch einzulassen, dass ich dachte, wofür wir bereit sind und wofür das Gespräch, was ich dachte, uns gut tun würde. Und da habe ich im Laufe vom Dreh gemerkt, dass es einfach Ereignisse gibt, worüber die Menschen noch nicht richtig fähig sind, darüber zu reden. So. Das sieht man dann auch im Film. Meine Gesprächsversuche mit zum Beispiel meiner Mutter oder meinem Halbbruder oder auch meinem Vater, alle diese Gespräche, die da im Film geführt werden, sind ja, glaube ich, wird der Zuschauer merken, das sind Versuche von mir aus und die sind sehr holprig. So. Und da wird immer so an Grenzen und Ecken gestoßen. Du hast ja deinem Film einen sehr schönen Titel gegeben, When a Farm Goes Aflame. Das hat ja mit all dem irgendwie zu tun. Ich kannte das nicht. Erzähl mal die Geschichte dieses Filmtitels, was das bedeutet. Der Titel kommt von einem Yoruba-Sprichwort, was ich entdeckt habe in so einem dickes Buch. Ich habe mit verschiedenen Sprichwörtern. Und als ich diesen Titel entdeckt hatte, habe ich gemerkt, als ich das Sprichwort entdeckt hatte, habe ich schon gewusst, das soll der Titel meines Films sein, weil ich fand, dass das sehr gut geschildert hat. When a farm goes aflame, the flakes fly home to bear the tale. Und das bedeutet so was wie, das Nix bleibt für immer verborgen. Wenn du Asche siehst, dann weißt du, dass es mal ein Feuer gab. Und ich fand diesen Titel sehr, sehr treffend für die Geschichte meines Vaters und für die Geschichte unserer Familie, dass irgendwas ist irgendwann passiert, was sehr hektisch war, was womöglich traumatisierend war, wurde aber nicht richtig verarbeitet, wurde nicht richtig damit umgegangen. Und Jahre später kommt halt die Asche kommt jetzt zurück. Und so muss man jetzt mit so einem alten Geheimnis, mit einem alten Problem
jetzt nochmal umgehen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil es ja auch erzählt, dass niemals irgendwas wirklich verborgen bleibt, dass immer alles irgendwann ans Licht kommt oder so, so ähnlich. Und bei dir war es ja auch eher eine zufällige Geschichte, dass du darauf gestoßen bist. Vielleicht erzählst du uns noch, wie das eigentlich dazu kam. Genau, also die Vorgeschichte oder wieso ich überhaupt diesen Film gemacht habe, das kam als direktes Ergebnis, dass ich meinen ersten Film gemacht hatte, Portrait of a Lone Farmer, schon vor viele Jahre, 2010 hatte ich gedreht und 2013 fertiggestellt. Und in dieser Phase hatte ich immer wieder meinen Vater besucht auf seinen Farm und da habe ich einen Film über ihn gemacht, als einsamer Farmer, weil das war so wie wir ihn kannten. Er lebte allein auf dieser Farm in einem Dorf in Nigeria. Und meine Mutter lebte als seine Frau in Dänemark auch alleine. Und dann habe ich einen Film gemacht, der dieses seltsame, für mich seltsame Entscheidung von Einsamkeit im hohen Alter, habe ich diesen Leben dokumentieren wollen, wie er alleine lebt und mit seiner Farmarbeit einfach täglich brav da sein Leben führt. Und dann habe ich das Dorf ein letztes Mal besucht, um letzten Aufnahmen, Tonaufnahmen, nochmal ein schönes Bild vom Berg oder so. Und bei diesem allerletzten Besuch in 2013 ist es, als ob die ganze Illusion oder Fassade, die mein Vater aufgebaut hatte, zusammengefallen ist. Aus Müdigkeit einfach. Ich habe nichts dafür getan. Das ist einfach krakeliert, indem mein Halbbruder sich, also ich kannte ihn, aber nicht als mein Halbbruder. Ich kannte ihn als ein Farmangestellter, jemand, der auf der Farm arbeitet. Und ich habe schon gespürt, dass irgendwas merkwürdig war mit ihm. Und irgendwann sind wir zu ihm nach Hause gefahren und er hat mich gebeten, im Auto zu warten. Aber trotzdem hat er alle Türen offen gelassen. Und dann habe ich hatte schon über die Jahre ein bisschen Verdacht, dass wenn mein Vater eine zweite Familie haben sollte, dann wäre es naheliegend, dass das der Sohn ist. Aber macht keinen Sinn, warum soll das verheimlichen? Also das darüber zu lügen, macht keinen Sinn, also habe ich das wieder vergessen. Aber jetzt waren wir bei ihm zu Hause und alle Türen waren offen und dann dachte ich, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, mal zu gucken. Und dann bin ich ins Haus reingegangen und zuerst das Wohnzimmer, in der Küche Sachen entdeckt, die eindeutig aus Dänemark waren, dänische Medizin, Vitamintabletten oder dänische Produkte. Und die dann eindeutig von deiner Mutter sein mussten. Dann eindeutig in Dänemark gekauft wurden. Entweder hat meine Mutter die gekauft oder mein Vater selber dann einfach mitgenommen. Aber so Gegenstände, die ich von unserer Küche in Dänemark erkannt habe, waren auch bei ihm in seiner Küche. Und es war, als ob mein Halbbruder in dem Moment komplett verschwunden war. Plötzlich, er war nicht mehr im Haus, aber da war nichts zu hören. Ich hatte das Haus für mich und ich bin dann durchs Haus gegangen und habe dann ein Zimmer entdeckt, was dann eindeutig mein Vaters Zimmer war. Da hangen Bilder von uns, als unter dänischer Familie, hangen auf die Wände Bilder von meiner Mutter, seine ganze Koffer gestapelt in der Ecke. Es gibt eine Szene im Film, wo ich dieses Zimmer abschwenke mit der Kamera. Genau, da hast du dann das Thema für den nächsten Film gehabt, quasi sozusagen? Genau, da habe ich dann schon gewusst, dass okay, das ist jetzt Anlass, diesen ersten Vaterfilm zu beenden, weil es kommt eine neue Geschichte. So, weil die Illusion, die ich im ersten Film geschaffen hatte, fand ich auch gut. Es war eine gute Figur, also der Film hat eine gute Geschichte erzählt, nur die war basierend auf einer Unwahrheit. Da hatte ich das starkes Bedürfnis, da nochmal ranzugehen, um nochmal an die Geschichte zu erzählen, basierend auf die Wahrheit. Ich glaube, dass ich in dem Film nicht gesehen habe, dass es den Moment gibt, wo dein Vater und deine Mutter mal direkt miteinander reden. Heißt das, dass sie jetzt nicht mehr miteinander reden, dass der Film es nicht geschafft hat, die beiden irgendwie auch dann darüber reden zu lassen? Oder ist es eine Entscheidung von dir, die im Schnitt gefallen ist? Die haben sich seit 2013 nicht gesehen. Das war das letzte Mal, die sie gesehen haben. Und ich habe erst angefangen, diesen Film zu drehen in 2016, durchgehend bis zum 2019. Und in dieser Phase waren sie natürlich nicht am gleichen Platz.
Von daher kann man sagen, das war ja nicht so sehr eine inhaltliche Entscheidung, sondern das war einfach so. Das ist das, was ich gefilmt habe, die Abstand, die Trennung. Weil der Film ist, auch wenn ich das gerne als, oder in meinem Ursprungsgefühl, Gedanke, wollte ich das gerne als eine Art von Liebesfilm erzählen, aber im Endeffekt ist es ja leider einfach eine Trennungsgeschichte und eine Geschichte über Distanz und nicht zusammenkommen können. 16th of April 1991. Dear Great, Titi, Fumi and Jide, the first 2 weeks without you were so tough, but I tried to adjust, hoping that the loneliness will not be a long affair. How are the children doing in school? What about the prospect of your getting something to do? I am not very happy anytime I think of the problem of securing a job. But since we've taken the decision, we can only hope for the best. I am always proud of our children. There is no doubt in my mind that they will all cope anywhere, anytime, any day, if given the opportunity and encouragement. I will try to round up everything here so that I can join you early in the new year. My sincere love to you all and your parents. Love, Haki. Und sag, es ist dein zweiter langer Film, When a Farm Goes Aflame, dein zweiter langer, den ersten hast du ja schon drüber erzählt auch. Hast du ein neues Projekt, woran arbeitest du jetzt? Schreibst du schon wieder oder was, vielleicht drehst du sogar schon? Was gibt's, was können wir von dir erwarten? Ich habe was auf dem Schreibtisch oder so. Ich bastel an was. Ich habe schon letztes Jahr ein bisschen recherchieren können und habe vor, in diesem Jahr da schon mal was zu schneiden und weiter zu entwickeln. Und das wäre auch eine dokumentarische Arbeit, beziehungsweise Hybrid. Zu den Themen Identitätsverlust, Kulturverlust und Wahrheitssuche. Ja, alles Gute dafür und für alles andere natürlich auch. Vielen Dank, Tom. Jide. Okay. Ciao.